Dr. Bernhard Böxler, stellvertretender Pressesprecher des Landgerichts Bayreuth und Richter am Landgericht Bayreuth. Herr Böxler, was wird den beiden Angeklagten denn heute konkret vorgeworfen? Den beiden Angeklagten liegt zur Last aufgrund eines gemeinsamen Tatplans in einer Nacht im Januar 2022 ein Arztehepaar in dessen Schlafzimmer im Familienanwesen in Mistelbach im Landkreis Bayreuth mit Messerstichen aus der Motivation Hass heraus getötet zu haben. Ich nehme das nochmal als Extrafrage. Kann man denn schon was zum Motiv der beiden fragen? Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagten aus der Motivation Hass heraus gehandelt haben. Die beiden Angeklagten sind jugendlich, 16, 18 Jahre zum Tatzeitpunkt. Wie wird denn dieser Prozess ablaufen? Gibt es da besondere Maßnahmen bei Jugendlichen, mutmaßlichen Mördern? Die Besonderheit dieses Prozesses ist natürlich zum einen, dass die Verhandlung hier öffentlich stattfinden muss nach dem Gesetz, nachdem eine der beiden Angeklagten zwar jugendlich, der andere Angeklagte aber heranwachsender ist. Natürlich ist hier immer auch zu bedenken, dass es geboten sein kann, aufgrund der Schutzbedürftigkeit der Jugendlichen gesonderte Maßnahmen zu ergreifen. Muss man denn damit rechnen, dass die Verteidigung Antrag auf Ausschluss stellt? Ob die Verteidigung beantragen wird, die Öffentlichkeit von der Verhandlung auszuschließen, kann ich im Moment nicht beantworten. Dieser Doppelmord hat in ganz Bayern für erschreckend gesagt Anfang des Jahres. Wie herausfordernd ist denn so ein Verfahren auch für ein Gericht? Für ein Gericht stellt sich ein solches Verfahren sicherlich als etwas Außergewöhnliches dar. Das Verfahren ist durchaus eine Herausforderung dar. Das gilt insbesondere auch für die Vorbereitung eines solchen Prozesses. Hier ist insbesondere erforderlich, dass eine Vielzahl an Verfahrensbeteiligten und auch Sachverständigen terminlich unter einen Hut gebracht werden müssen. Die Terminsabstimmung ist da durchaus herausfordernd. Eine weitere Herausforderung ist in derartigen Verfahren auch, dass sich hier sämtliche beteiligten Richter in oftmals umfangreiche Prozessakten, die durchaus auch mehrere tausend Seiten umfassen können, einarbeiten müssen. Und auch was das Alter der mutmaßlichen Täter betrifft? Was das Alter der mutmaßlichen Täter betrifft, ist natürlich für das Gericht immer zu berücksichtigen, dass hier eine Jugendliche mit angeklagt ist. Deswegen findet das Verfahren ja auch vor der Jugendkammer statt. Die entsprechenden Richter wissen also, mit den daraus folgenden prozessualen Besonderheiten umzugehen.